herzlich willkommen zurück bei der Elder Scrolls Online. Wir helfen Tasnasi bei ihrer liebevollen Aktion hier in der Burg. Mhm. Komm, Schmied, dann. Wir gucken uns mal. Ich bin so gespannt, was jetzt passieren wird. Leibwächterin, okay. Nein, das ist eine Kollegin. Oh, ach, da, Leibwächterin, da, okay. Die Leibwächterin. Nimm das! Oh. Jute Scherpe. Wir hätten gern den Passierschein A. Ach, da. Danke fürs Kälte Abo. Danke fürs Abo. Ich habe jetzt schon wieder das zweite Abo bekommen. Mann, hört doch auf. Wie ist zweite Abo, hä? Ja, bei mir hört man leider die Alerts. Ich habe sie nicht ausgemacht. Ach so. Ich vergesse das immer. Hier, nimm das. Okay. Hier ist was. Was ist das? Das ist der Schlüssel. Schatzkammerschlüssel. Ah, da haben wir den ersten. Alles klar. Ha. Wunderbar. Ich habe Säge rausgefunden. Oh. Apfelkorb. Zwei Äpfel. Jasmin. Ein Bücherregal. Ach, komm. Kürbiskorb. Drei Kürbisse. Ja. Hast du die Urne nicht durchsucht? Welche? Da war ich noch nicht. Okay. Klares Wasser. Ich bin halt voll. Echt schon? Ja. Oha, okay, also du sammelst anscheinend mehr wie ich. Ja, ich kann hier nichts mitnehmen, ich könnte kotzen. Ich kann nicht mal Masede mitnehmen, nix. Oh, ich kotze hier gleich hin. Meine Güte, ich habe viel zu viel Kram. Und ich kann die Hefte nicht verkaufen, weil es geklaut ist. Oh, hier ist ein Gegner. Das, was für geklaut ist, hätte ich, glaube ich, schon zerstört, weil da hängt schon sonst ewig. Ja. Ich glaube, der Ruf geht irgendwann mal weg, also der... Ah, ciao. Okay. Innereien dürfen sie behalten. Hier ist eine Ratte. Ich glaube, wo ist denn die Schatzkammer? Ich glaube, das ist die Schatzkammer. Schutzraum. Boah, er ist schon voll weitergegangen. So. Ich bin einfach runtergegangen. Hier kannst du alles mitnehmen, was du willst, aber hey. Vorlage, orkischer Sack Bohnen. Okay. Ein orkischer Sack Bohnen. Ich habe 41 jetzt dabei. Oh, fuck, ich gehe auch so sehr in den Schutzraum rein. Ich dachte, ich komme rein. Soll ich mit? Nee, ich komme rein. Wir müssen eh woanders hin. Okay, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja irgendwie in die Richtung oder so. Ah, wir brauchen drei Schlüssel. Ja. Achso. Wir gucken mal. Voll schön aus hier. Hier ist ein Leutnant. Egal, draufhauen. Ich kann nicht zaubern. Jetzt. Achso, der. Ich sehe nichts. Wow! Hat er dir ein blaues Auge gezaubert? Ja, aber hab eigentlich nicht viel davon gemerkt. Okay. Sehr gut. Hallo? Oh, Mist, warte. Ja. Alles okay. Man kann mit der Katze reden, wusstest du das? Mit. Ach, sein. Also, ich bin lieber eure Partnerin als die des uralten Adepten oder des schwierigen Waldelfen. Ihr seht mir aus, als wüsstet ihr euch zu wehren. Ich bin nur gut darin, mich ohnmächtig zu saufen, aber ich kenne auch den einen oder anderen Spruch, um Kampflärm zu dämpfen. Irgendwo, wo, eine Ahnung, wo wir die Schlüssel finden. Wir haben ja schon zwei. Die sind bei seinen Stellvertretern. Die kommen alle paar Abende in den Kropfschlupf. Sie besaufen sich und labern ständig davon, wie sehr ihnen der Hauptmann vertraut und ihnen wirklich alles durchgehen lässt. Sogar Morde. Sie werden im Palast sein. Irgendwo. Könnt ihr das leise bewerkstelligen? Wisst ihr, durch wie viele Kneipenschlägereien Stiche ich schon durchschlafen wollte? Vertraut mir. Ich weiß, dass ich den Zauber auch betrunken hinkriege. Wenn es doch nur einen Spruch gäbe, um mich vor einem bösen Erwachen zu schützen, bei dem Eimer eine Rolle spielen. Betrunken. Die ist drauf, Alter, das ist so geil. Die ist so durch, Alter. Ja, übel. Ah, hier ist ein Eisenbietenhändler, aber den kann ich nicht mitnehmen, nein. Loblied an Kühne. Oder willst du das gestohlene Zeug nicht weghauen, oder willst du es behalten? Ich guck mal, ob ich... Ja, gut, ich habe halt viel Herstellungszeug gefunden. Okay. Das ist halt das Problem, ich würde das gerne behalten. Was?
Weil, ja, oh gut. Ja gut, du willst es behalten, du willst es halt nicht zum Verkauf, du willst es behalten, um es zu benutzen dann. Genau, das ist halt. Ja. Warte mal, ich habe hier so ein, zwei Sachen habe ich vielleicht. Kann man sowas wie dann Rucksäcke oder so, weißt du, you know what I mean, Alter, kaufen? Ich hab einfach ein Wachsbildnis. Ja, man kann seinen Rucksack erweitern, das kostet aber eine Stange Gold, deswegen. Okay, der zweite. Oh. Irgendwann. Hi. Aua, vielleicht. Ah, ja, so ein bisschen. Ja, nimm den noch. Nerv mich. Gib mir daneben, du Katze. Huch. Warum passiert hier nichts? Hallo? Warum ist hier ein Leibwächter plötzlich aufgeploppt? Ja, der hat so ausgeschaut, als wäre er gerade so gespawnt, ja, oder so. Gerade in dem Moment. Irgendwie so bin ich vergiftet oder so. Nee, nicht gut. Ich hab so ein... Oh, Eintopf. Borscht. Geil. Nice. Ich habe die Schreinerei gelernt, wie auch immer ich das bewerkstelligt habe. Wahrscheinlich hast du Holz gefunden. Oh, wie viele Bücher. Ja, Alter, ich schwöre, ich würde am liebsten alles lesen, aber das mache ich dann eher bei so Singleplayer-Sachen. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen blöd. Ja, jetzt, ich habe einen Mondstein gefunden, das ist schon mal gut. Nee, das machen wir. So ist es jetzt ein bisschen zu viel. Alter, hier sind noch mehr Bücher. Hast du Schmuckkästchen gesehen? Ja. Das ist, was ich anhabe. Erhöht euer Leben, verringert die Ausdauerkosten von Fähigkeiten um 100. Erhöht euer maximales Leben. Nee, das will ich nicht. Okay. Dann weiter. Yo, weiter. Oh. Hello. Erstmal hinsetzen. Viel Spaß beim Kämpfen. Danke. Hau ihr jetzt auf die Gosch? Ja, bitte. Gern geschehen. Richtig, meinte ich zwar nicht, aber recht viel Dank. Rindfleisch. Ja, jetzt auf einmal brauchst du meine Hilfe nicht. Alles klar. Weißt du was? Na gut. Bücherregal, Garderobe. Dietrich oder Garderobe, okay. Dietrich und Sternmetall. Es gefällt mir, was wir hier so finden. Oh. Hier ist ja nochmal genau das. Hä, hier waren wir doch schon mal, Nico. Nee. Doch. Also an die Grill. Grills? Grille? Den Grill. Ja, die an beiden. Die würde ich mich erinnern. Geflügelfleisch. Die beiden Grilles haben wir. Die beiden Grills. Grillsels. Die haben wir schon. Also, die haben wir schon mal gesehen. Stimmt. Ja. Gebe dir recht. Wir müssen wieder hoch irgendwie. Wir müssen. Das steht auch oben nirgends, gell? Man muss einfach suchen. Ja. Oh, das Nasion Wohle. Ja. Ja, hier waren wir. Ja, what the fuck? Auf jeden Fall. Also, warte mal, hier ging es doch irgendwo hoch. Warum sind wir wieder unten? Ja, hier, aber hier geht's runter. Okay, dann gehen wir. Hilfe, sorry. Ich bin jetzt voll in die Gegner reingerannt. Ja, passt schon. Okay. Tschüss. Spaß. Wo hast du gesagt, wo geht's hoch? Oh nein. Wow. Was denn? Ich habe Eisenpanzerschuhe gefunden, die sind doppelt so gut wie das, was ich jetzt hab. Nice. Aber es ist schwere Rüstung, ne? Ja. Warte mal, wo geht's jetzt? Aber ob ich jetzt... Da, guck mal, hier oben. Hier, hä? Wo, hä? Aber hier da geht's runter, gell? Wir müssen hoch. Guck mal, hier oben ist der... Ich sehe... Was? Hier geht's hoch. Ach, da, jetzt sehe ich den Pfeil. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Oh, hallo. Ah, moin, Herr Leutnant. Nehmen Sie mein Skelett an. Es ist ein ernst gemeintes Geschenk. Ja, hier ist der Schlüssel, Alter. Diese. Oh, hier gibt's doch bestimmt noch was, oder? Truhe? Noch ein Buch. Also ich habe das Gefühl, die Leute von Elder Scrolls, die ja, von Bethesda. Ja, das ist ja auch wahr, auch bei Fallout und so. Alter, das ist ja. Ich find's gut, aber. Ich find's auch bei Fallout. Ich habe eigentlich immer unheimlich gern gelesen. Ja. Alles, was ich gefunden habe, habe ich aufgesogen eigentlich. Ah, es ist aber halt schon viel. Gewesen. Ja, es ist sau viel, klar. Banane. Also, es ist schon gut. Ein Rucksack. Ich finde. Nee, immer. Also, so im Multiplayer, das haben auch als Fallout 76 rauskam und so haben das auch andere YouTuber gemerkt, dass klar, wenn man zusammen ist und jeder liest ständig vor sich hin, ist ein bisschen blöd. Aber so als. Oh, Sternenmetall, geil, okay. Aber so, wenn es halt runter, Multiplayer ist, dann ist es halt voll geil zu lesen, finde ich. Dann lasse ich mir auch die Zeit und lies halt alles. Einzelplayer meinst du? Singleplayer. Single,
Singleplayer meinst du? Ja, Singleplayer. Also, ja, weil du hast gerade Multiplayer gesagt. Also, nee, im Singleplayer. Alles klar. Würdest du bitte aufhören, mich abzuschießen? Jo. Mach ich doch gern. Alles klar. Gut. Gut, diese. Okay. Trifft. Wo sind die hin? Wir müssen zur Schatzkammer. Ja, wo da sind links. Und hier abbiegen. Genau. Hier und dann. Da seid ihr ja. Ja. Er hat sie. Er hat sie. Ruhig. Wovon sprecht ihr? Pasta. Er und seine Leibwache. Die größte, die ich je sah. Sie haben Tasnasi überwältigt und dort hineingezerrt. Ihr müsst sie retten. Oh. Du, ich okay, hab kein Problem. Dann rein. Dann machen wir die platt. Was ist los? Guck mal, ja, hier ist schon jemand. Oh, hier, nimm das. So. Ich glaube, dir geht's nicht mehr gut. Ihr wart schon immer einfältig, das Nasi. Ihr und das also auch. So sehr auf die Zukunft konzentriert, dass ihr das Messer hinter eurem Rücken nicht seht. Alles klar. Euch machen wir auch noch platt. Okay, der ist weg. Sehr gut. Dann gehen wir weiter, mal schauen. Ah, hier sind wir schon. Bist du bereit? Oh, hier ist ein Rucksack. Aber das, ne. Oh, ich hab hier noch Stil dein Mord. Oh, wie gern ich diesen Gong. Dong! Wir kommen! warte mal, ich muss kurz was wegwerfen. Okay. Ich werf jetzt doch, weil ich möchte gern diese Stil-Dinger haben. Boah, Alter, ich bin auch schon bei 52 von 60. Heieiei. Wollen wir rein? Ja. Kannst du da als Folter kommen? Okay, der ist groß tatsächlich. Der Kauer? Der Keuer. Keuer heißt er. Wow! Hey, Gompe. Geht's dir gut? Na ja, gut, der hat aber jetzt auch nicht so viel. Der hat bestimmt schöne Sachen dabei. Jute-Schuhe. Jute-Schulterpolster der Magika. Leicht, das nehme ich. Ausrüsten. Ich nehme den irgendwo noch aus. Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch Schuschen. Schöne Sache. Ich habe jetzt endlich auch das leichte Rüstung bekommen. Das finde ich sehr gut. Haben natürlich immer schlechtere Rüstungswerte, aber... Ja, ja, klar. Schreibt er. Sind ja verzaubert dann auch und so. Wir gucken uns erstmal hier um, dass wir alles mitnehmen. Ah, ja, gut, gute Idee. Weil ich habe eben Mangan gefunden. Ja, der hat Folterwerkzeug, würde ich sagen. Alter, was ist mit dem Typen, Mann? Ich würde mal sagen, oh, der hat einen riesen Knochen. Was macht er mit dem Knochen? Also ich meine, sein bester Freund ist ja jetzt tot. Sein bester Freund. Mein Minotaurus und ich. Oh, ich setze mich erstmal hin, Bruder. Ich brauche erstmal Sitzgelegenheit. Oh ja, ich habe mich erstmal schön auf die Kerzen draufgesetzt. Mir brennt der Arsch. Okay, labern wir mal mit Tasnasi. Und befreien wir sie erstmal. Ja. okay. Ja, okay. Los geht's. Ja, wir greifen an. Hey, huha. Das nördliche Elsweier. Hast du auch stehen. Pelgi. Das ist schon geil so. Ja, ja, ja. Jetzt freuen wir uns mal auf den Endboss. Ich glaube, das war jetzt nur der Zwischengegner. Dann denke ich auch. Oh, wir sind draußen. Bitte. Ich noch nicht. Verschont mich. Seid ruhig, Kaster. Noch ein Wort von eurer verlogenen Zunge und diese reißt sie euch aus. Er hat es getan. Alles, was Tasnasi vermutet hat. Hm. Er hat das also getötet. Er hat ihr die Schuld zugeschoben. Er war stolz darauf. Nun, da diese ihre Krallen an seiner Kehle hat, entdeckt er plötzlich den Sinn von Gnade für sich. Was heißt das, dass ihr euren Namen reinwascht, nach Hause zurückkehren wollt?
Er hat dieser die Heimat genommen. Die einzige, die sie jemals hatte. Und er könnte sie ihr nicht mal zurückgeben, wenn er es wollte. Sie hat keinen Beweis außer seinem Wort. Doch selbst wenn er gestehen und ihren Namen reinwaschen würde, wäre das Stiche, in das sie dann zurückkehrt, nicht das Stiche, das sie verlassen hat. Mhm. Und was werdet ihr dann mit ihm machen? Eine Freude bleibt Tasnasi noch. Kasta zu ermorden. Dann kann sie all das hier hinter sich lassen. Für immer. Tu das nicht, Tasnasi. Wenn ihr ihn tötet, führt kein Weg zurück. Stiche ist immer noch eure Heimat. Das also ist tot. Jeder, den Tasnasi je kannte, hat sich von ihr abgewandt. Stiche liegt in Trümmern. Warum sollte diese jemals an einen solchen Ort zurückkehren wollen? Naja, Stiche liegt für dich im Trümmern. Aber Stiche funktioniert noch. Also einem Teil von euch liegt hier noch am Herzen. Eure Truppe erkennt das. Ich erkenne das. Es ist noch nicht zu spät, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ihr habt recht. Tasnasi hat versucht, es zu vergessen. Sie wollte weitermachen. Doch nicht eine Nacht vergeht, in der sie nicht von vergangenen Zeiten träumt. Sie weiß, was getan werden muss. Tasnasi wird diesen der Gerechtigkeit von Stiche zuführen. Mhm. Wartet auf sie in der Taverne in der Stadt. Ich werde euch dort treffen. Tasnasi wird euch dieses Angebot nur einmal machen. Gesteht gegenüber Lebt er bei dir noch? All eure ja. Taten. Bei mir nicht. Du hast ihn töten lassen? Ja. Ich habe gesagt, sie sollen woanders das weiterleben. Ihr habt gewonnen. Steht auf. Jeder in Stiche wird noch heute die Wahrheit aus eurem Mund erfahren. Ganz kurz, bei mir geht's weiter. Okay. Jetzt noch zum Lager. Okay, jetzt muss ich zurück zur Taverne tatsächlich. Okay, ich muss zum Lager mit ihr sprechen. Ja, siehst du, dann trennen sich hier für kurz unsere Wege und ich gehe mal in die Taverne. Treffen wir uns danach dann wieder einfach, oder? Ja, genau, würde ich auch sagen. Okay. Aber bis gleich. Ja, so kann es laufen. Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Wege quasi. Dafür. Jetzt bin ich gespannt, was bei rumkommt. Tasnasi wird hier sein, ne? Ich verstehe, warum die Leute ihn nicht hier haben. Hör auf zu spielen, bitte. Bitte. Feierlichkeiten unnötig zu verschieben, ist die vielleicht am schwersten wiegende Sünde. Hokai, der Festliche, kannte die Wahrheit, als er sie aussprach. Bei so vielen Unsicherheiten im Leben sollten wir feiern, wenn wir einen Grund haben. Das ist wahr. Und was wäre ein besserer Grund als der, den wir haben? Bitte ohne dein Musikstück. Danke. Bitte. Danke. Verpiss dich. Alter, hör auf. Oh, ich krieg die Hände. Warum hab ich sie? Und du? Na bitte. Wolle hat es geschafft, den Arvernos eine Flasche Oleander-Reserve zu stibitzen. Sie war köstlich. Es gibt sicher noch etwas anderes hier zu trinken. Du bist behindert. Du bist einfach... Du hast ein Alkoholproblem? Du kannst nicht spielen. Und du bist ein Nerd. Ich habe gehört, dass ihr dieses Rindvieh Keuer erschlagen habt. Habt ihr mir eine schöne Beinscheibe mitgebracht? Bei der Arbeit habe ich richtig Hunger gekriegt. Und du hast keine anderen Probleme. Freund. Nein, ihr seid mehr. Familie. Kastas Taten sind in Stiche bekannt geworden. Tasnasis Name ist reingewaschen. Fürs Erste gibt es etwas, worauf wir trinken können. Oder für Sereine noch etwas, worauf sie trinken kann. Was geschieht jetzt? Da Tasnasi nun zu Hause ist, könnt ihr ihre Gastfreundschaft genießen. Hebt den Krug, legt die Füße hoch und zählt euer Gold. Es gibt viel zu tun, um den von Kasta angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Doch darüber wird sich Tasnasi den Kopf zerbrechen. Eure Arbeit ist getan, selbst wenn ihre erst beginnt. Okay, wie sah der Gewölbe... Oh. Wie sagt der Gewölbe... Okay, Mittel. Ist ein bisschen... Ja, ist so ein Mittelding, ne? Müssen wir uns noch überlegen. Magika. Ja, es wäre eigentlich mittlere Rüstung, wäre unsere Rüstung. Erstmal schließen wir die Quest ab. Ich habe keinen Platz. Ich könnte gerade heulen. Wir probieren das. Okay. Freund. Nein, das Danke. So seltsam es auch erscheinen mag. Tasnasi wurde in Stiche nicht nur vergeben,
Man sieht sogar zu ihr auf. Es wird eine Weile dauern, bis Stiche so ist, wie es war. Vielleicht wird es nie wieder so werden. Aber selbst wenn Tasnasi dem Erbe des Stürmischen das Halso nicht gerecht wird, wird sie es dennoch versuchen. Heißt das, dass sie jetzt alles übernimmt? Insoweit wie überhaupt irgendjemand in Stiche das Sagen haben kann. Da Kasta nun verbannt ist, gibt es Hoffnung, dass alles wieder so wird wie früher. So wie der Stürmische das Salso diese Stadt sah. Die Leute hier haben ihn noch nicht ganz vergessen. Und Tasnasi auch nicht. Sie wird ihren Teil tun. Das werden wir alle. Und was wird mit der Truppe geschehen? Die Arbeit ist getan. Ihr Leben gehört wieder ihnen. Doch Tasnasi möchte allen Bewohnern von Stiche das Dasein leichter machen. Und das wird nicht ohne Hilfe gehen. Sie könnte sie brauchen. Wohl es Tüfteleien, Serines Magie, Nastars Weisheit. Sofern sie denn gewillt sind, dieser ihre Hilfe anzubieten. Alles klar. Das war doch ein schöner Punkt. Der Nico ist noch nicht durch. Der hat einen längeren Weg. Okay. Also ich würde tatsächlich auf mittlere Rüstung wechseln wollen. Hallo. Ah, da ist er ja. Hi. Und spielt dieser komische Typ auch bei dir Laute? Nee. Ich könnte den erschlagen, der kann nicht spielen. Alter, so ein Vollspaß. Warum habe ich den gerettet? Ich habe ein rasches Goldküsten-Überlebenselixier bekommen. Ah. Okay. Ich bin jetzt erstmal beim Verkaufen ohne Ende wieder. Kann man das Schnellzugriff-Ding? Wie mache ich das denn? Schnellzugriff? Ziehe ich das an? Schwer und das Mittel? Ja, das ziehe ich an. Ausrüsten. Sag mal, brauchst du Jute-Schuhe der Magiker? Würde ich wahrscheinlich nehmen, ja. Okay, dann kann ich dir meine geben. Ich brauche noch immer die gestohlenen Sachen. Wie kann ich denn... Verdammt! Wo bist denn du? Ah, du bist da hinten. Ja, warte, ich komme auch mal. Silbudi. Boah, 1800. Hast du auch einen Stufenanstieg bekommen? Blablabla. Ja, habe ich auch. Muss ich jetzt erstmal nehmen. Wie? Gesperrt, Währung, Handwerksbeutel. Ah, fuck, jetzt habe ich den falschen Perk gewählt. Ich bin dumm. Schnellzugriff, jawohl. Friedhof. Friedhof, das will ich gerne machen. Knochenrüstung könnte ich machen. Oder ich könnte, oh hier, Fleischformen, was kann man hier machen? Ah, wir sind fertig mit der Quest auf jeden Fall. Oh ja, sehr schön. Kümmern wir uns an die nächste Quest. Ja. Ich bin noch nicht so ganz... Hast du auch schon ein paar Sachen verkauft? Ja, das, was ich wieder verkaufen kann. Ich habe eine passive Fähigkeit jetzt, das ist schon mal gut. Sprengknochen. Ich habe halt so viel Zeug dabei, oh mein Gott. Ich bräuchte einen Hehler. Das ist halt echt ein bisschen eklig. Ja. Den oder brauchst du wirklich. Wir könnten theoretisch... Ich meine, wir können ja immer wieder hin und her reisen. Das kostet halt, gell? Nee, nicht wenn du vom Wegschrein zu Wegschrein teleportierst. Ach so. Genau, wir könnten ja mal in die Stadt kurz. Da müssen wir ja eh hin, da haben wir eh 2-3 Quests noch. Da ist Sternenhafen, oder? Krempen, oben rechts. Aha, ja, okay. Genau, da würde ich vorschlagen, dass wir da jetzt mal kurz zum Wegschrein gehen und hinreisen, oder? Okay. Ja? Okay. Also hinreisen oder hinreiten? Ich würde... Ist eigentlich egal. Wir können auch hinreiten. Wunderschön, dann, wie unsere Pferde ineinander ein Herz ergeben. Ja gut, dann lass uns hinreiten. Echt, ich werde jetzt in die Richtung irgendwie... Du ja, warte mal, okay. Ich will die markieren. Das ist egal, welche Richtung. Ja, ist halt irgendwo im Osten so. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier links lang. Okay. Dann sind wir gut unterwegs. Ja, was ist denn bei dir passiert? Ach nee, das muss ich mir angucken. Ach nein. Gegner. Und oh, ich kann übrigens... unsichtbar! Ja. Ich kann mich für ein paar Sekunden unsichtbar machen. Ah, sehr gut. Kann in den Schatten verschwinden. Ah, Mist, ich wollte gerade den umnieten, den Vogel. Ich hoffe nicht, dass wir auf einen Drachen treffen können.
Können schon. Ich hoffe aber nicht, dass wir es tun. Wir werden sehen, sprachen die Blinden. Wir können ja einfach mal hier links rum, ohne die Gegner zu töten. Ein bisschen schnell. Oh, hier müssen wir kämpfen. Ja, zu den neutralen Gegner können wir ja mal so ein bisschen in Ruhe lassen. Ja. Sprengknochen, yeah. Ich bin gespannt, was ich für Sprengknochen machen kann. Rohlederfetzen, alles klar. Okay. Oh, hier sind Spinnen überall. Alles klar. Oh. Drei. Scorpions. Ja, ist eine Sängergruppe, habe ich mir sagen lassen. Die haben irgendwas von Wind of Change oder so gesungen. Na gut. Ich würde fast schon sagen, wir laufen, weil wir treffen hier fast nur auf Gegner. Also wir könnten noch ein bisschen leveln und so, weißt du? Ja, die Bösen hier, die nehmen wir schon mit. Guck mal, ein Kroko. Hey, Kumpel. Nimm meine Faust. Und meinen Zauber. Ja. Hallo, Zauber, hallo. Ich wollte gerade sagen, was macht er denn? Huch, die verbrennt. Tschüss. Schass. Ah, ich habe Eisenschulterschutz bekommen. Ah, die ist zum Beispiel, glaube ich, ein... Da, komm mal her. Ja, die Harpien da oben. Ja. Eins, zwei, drei. Und weg bist du. Achso, du hast noch andere Harpien. Ja. Na, wie schön. Dann können wir uns das ja teilen. Oh, das war nice. Dieser Move von dir war gerade nice. Du hast aus der Entfernung angegriffen, oder? Ja, ich habe so, wie so... Wie nennt man das denn? Ah, weißt du, diese... Wie so Ninja-Sterne. Ah, nice. Okay, wir haben einen super langen Weg und das wird richtig lustig. Ah, die greifen auch an. Hi, Kumpel. Was ist das überhaupt? Dünenbrecher. Okay. Irgendwie dieses Skelett macht mir keinen Spaß. Oh! Oh! Ja? Ah, okay. Da kriegst du noch einen Zauber. Hinter uns kommen Leute. Also Gegner. Leute. Eins, zwei. Der ist weg. Okay. Oh, schon wieder. Komm her, Diggi. Hinter dir. Okay, weg. Jo, oh, der hat sogar schöne Sachen dabei, der Kerl. Mhm. Ich kümmere mich gerade um den noch schön. Ja, das werde ich auch anziehen. Okay. Dann ausrüsten. Au! Ja, warum kann ich das nicht? Ach, im Kampf. Ach, klar. Wo, okay. Eine Zwielicht? Was? Nee. Was bist du? Hallo, bleib da! Ach so, die gehört das so. Ja, Zwielicht, irgendwas. Okay. Warte mal schnell, ich würde das gerne schnell anlegen. Mhm. Denn das ist ziemlich nice. Ach ja. Boah, Alter, wenn wir da in der Stadt ankommen, habe ich ordentlich schöne, teure Sachen zum Verkaufen. War gut. Sehr gut. Ich hoffe, wir finden dort jemanden, der uns die, unser Inventar ein bisschen aufwerten kann. Alles klar. Ach, dieses Eingraben ist ein bisschen bescheuert. Mhm. So. Alter. Ach komm, jetzt verziehst du dich, ja? Das haben wir gern. Tschüss. Hä? Bei mir ist er wieder voll geheilt. Ich kann ihn nicht angreifen. Gleich ein neuer. Nee, das war der gleiche. Ich glaube, der war nur aus seiner Range draußen. Oh, so ein Mist, aber auch. Den hatte ich fast down. Weil er sich halt rausgegraben hat, weißt du? Gleich ist er weg. Ja, und ciao. Innereien und ein Panzer. Innereien, scheiß auf die Innereien. Okay, auf geht's. Oder? Ja, nee, brauchen wir nicht. Die nehme ich gar nicht mehr mit. Nee, oh, die Stadt da oben sieht nice aus. Aber ich glaube, das ist keine Dingsstadt, ne? Das ist keine normale... Also ein Verlies, glaube ich. Vielleicht ist es bloß eine Brücke oder so. Scheint ein Verlies zu sein. Skorpion. Irgendwo bei mir steht Skorpion. Ich sehe ihn bloß nicht. Hm, naja. Ich sehe keinen.
Okay. Ah, jetzt können wir eigentlich auch reiten, weil vorne ist jetzt nichts. Können wir ein bisschen reiten. Oh, da vorne ist eine Queste. Okay. Können wir ja mal annehmen. Können wir ja machen dann, wann wir Bock haben. Zurück, Rakasa. Den überlasse ich euch nicht. Okay. Hier ist ein Kamel, ein Andromeda. Behaltet den als Geschenk, Yushiha. Für die Zeit, wenn ihr zum Trinken bereit seid. Alles klar. Der ist weg. Erzähl mal. Sieht die Krallen, Einwanderer. Ich will keinen Kampf, aber ihr seid in eine gefährliche Fehde hineingestolpert. Ihr solltet die messende Narbe verlassen. Yushiha kann nicht jeden vor ihrer einstigen Siebschaft schützen. Was ist denn hier los? Ich bin eine Ausgestoßene des Vampir-Clans Tenar Salvit. Dieses Ödland ist schon lange unsere Heimat. Es mag unbarmherzig sein, doch durch die Weisheit der Clanmutter haben wir in friedlicher Abgeschiedenheit überlebt. Jetzt ist sie tot und mein Clan hat ohne sie einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Und was bedeutet das genau? Mein Blutsbruder Rakasa verlockt meinen Clan dazu, seinem Durst nachzugeben. Er drängt ihn, unsere Lebensweise aufzugeben und sich ohne Maß oder Gnade von den Karawanentreibern zu nähren. Ich muss ihn von diesem Pfad abbringen, aber diesen Kampf scheine ich zu verlieren. Ich werde euch helfen. Yushiha ist dankbar. Dieser Karawanentreiber, den ich gerettet habe, war nicht allein. Helft mir, ihre Lager zu überprüfen, um sie zu warnen und nötigenfalls zu beschützen. Wir müssen sie vor meinem Clan retten, bevor wir meinen Clan vor sich selbst retten können. Sie hofft nur, dass es nicht zu spät ist. Erzähl mir mehr von Rakasa. Er führte die Tenar Salvit an. Nach dem Tod unserer Clanmutter versprach er unseren Blutsbrüdern und Schwestern ein besseres Leben. Er überzeugte sie, ihr räuberisches Wesen anzunehmen. Er spielte ihre Ängste hoch und vertrieb alle Abweichler. Und ihr seid das einzige Mitglied des Clans, das was dagegen hat? Yushiha ist die einzige, die noch übrig ist. Sobald Rakasas Anhänger das Blut unserer lebenden Verwandten gekostet haben, waren jene, die sich widersetzten, leicht zu vertreiben. In einer Sache hat er recht. Wenn man sich von dünnblütigen Tieren ernährt, wird man schwach. Wenn ihr doch eigentlich immer friedlich wart, warum sollen Reisende gegriffen werden? Er gibt unserer pazifistischen Lebensweise die Schuld an all unseren Problemen und lehnt sie daher ab. Rakasa glaubt, dass der einzige Weg, um uns vor Schaden zu schützen, darin besteht, unser Wesen als Vampire anzunehmen. Aber damit sorgt er nur für Feinde und lockt sie zu uns. Und was glaubst du? Ich glaube, dass die Weisheit unserer Clanmutter das einzige war, was uns so lange erhalten hat. Sie wusste, dass es kurzsichtig ist, sich gegen unsere lebenden Verwandten zu wenden. Wenn es nach Rakasa geht, bin ich sicher, dass es uns in den Untergang führen wird. Wie überlebt ihr, wenn ihr euch nicht nährt? Vor der Grippe tranken wir nur das Blut, das uns angeboten wurde. Aber nachdem sie Orkru ausgelöscht hatte, mussten wir uns mit den Tieren dieser Schlucht zufrieden geben. Dies ist kein blühendes Land. Es war ein mageres Leben, aber es war friedlich. Und wie seid ihr eigentlich zum Vampir geworden? Das war vor sehr langer Zeit. Am Rande der Erinnerung, Wanderer. Damals, als aus 16 Königreichen der Khajiit 2 wurden. Die terrassische Pest holte sich meine Familie und ich brachte sie für die ewige Ruhe nach Tenar Salvit. Ich habe der Clanmutter alles geboten. Ihr wolltet so nicht mehr leben. Übrigens, ich find's cool, man kann ja auch Vampir werden. Die Welt da draußen wirkte, als ob sie bald enden würde. Ich hatte nichts mehr. Keine Ziele, keine Zukunft. Der Clan gab mir all das. Die Lebenszeiten, die ich damit verbrachte, über die Verstorbenen zu wachen, waren weniger beschwerlich als die meiner lebenden Verwandten. Verstehe. Bis jetzt. Und was ist mit der Clanmutter geschehen? Ein Zirkel von Nekromanten hat unser Heim überfallen. Upsi. Begräbnisstätte,
über die wir seit Jahrhunderten wachen. Sie widersetzte sich dem Anführer und wurde vernichtet. Der Rest von uns konnte nur hilflos daneben stehen, während sie die Toten schändeten. Wir haben in dieser Nacht alles verloren. Warum habt ihr in einer Begräbnisstätte eigentlich gelebt? Unser Clan diente als Bewahrer des Tenar Salvid Beinhauses, als es noch Leute gab, die bestattet werden mussten. Khajiit brachten uns ihr Blut als Opfer dar, damit wir über ihre Toten wachen. So koexistierten wir über hunderte von Jahren, bis es zur Tragödie kam. Und was war diese Tragödie? Unsere Probleme begannen mit der Knahaten-Grippe. Sie überkam Orkru wie eine Flut und hinterließ nur Tod. Eine Welle von Toten brach über unsere Gewölbe herein, bis sie voll waren und jene, die überlebt hatten, uns anflehten, sie zu erlösen. Wir waren gnädig und willigten ein. Und ihr habt sie zu Vampiren gemacht? Unser Clan wurde von einer kleinen Handvoll zu einer eigenen Siedlung. Im Handumdrehen verloren wir unsere Hauptnahrungsquellen, nur um viele neue hungrige Mäuler zu gewinnen. Wir hofften darauf, weiterziehen zu können, aber unsere Clanmutter fürchtete, dass wir die Grippe mit uns tragen würden. Also sollte sich der Clan absondern. Ich verstehe. Okay, das macht Sinn. Also quasi, um sich selber zu schützen, hat man dann eben einen anderen Weg gewählt. Was auch vollkommen in Ordnung ist. So, die Nekromanten, diese bösen, bösen Nekromanten. Ey, kein Rassismus, ja, Bruder? Ja, ich würde sagen, vielleicht beenden wir die Folge und sehen uns dann auf dem Weg Richtung, soll ich sagen, unserer Stadt. Wie heißt sie? Krempen. Krempen, fast wie Kempten, nur mit Krempen. Okay. Was? Hier ist ein Waffenwart, ein Hallenvogt, ein Magister. Okay, wir können der Magiergilde beitreten. Ein Bankier, den brauchen wir. Karawane, Schlachtfeldrichter. Oh, Schlachtfeldhändler sogar, geil. Stallmeister. Ja gut, also da können wir uns richtig austoben, glaube ich. Verzauberer und so. Alter Schwede. Okay, gut. Dann. Ich glaube, es mag dich nicht. Ja, ich glaube auch. Sehen wir uns in der... In der nächsten... Es mag mich auch nicht. Oh, jetzt ist wieder zu mir gekommen. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.